Moin, willkommen bei Affenfratze. Wir wollen euch heute das Dinner, die letzte Arie der alten Dame von Magnificum vorstellen. Wir haben das als Rezensionsexemplar. als Rezensionsexemplar kommen, es war ein Pärchenabend. Ja, Ach so, tatsächlich ja. Sarah mit Frau, Lisa und ich, wir waren zu viert und haben das gespielt. Und davon wollen wir einmal kurz berichten und wie wir das fanden, was wir besonders fanden. Jan hat hier schon mal, hast du das schon so? Ja. Ich habe ein bisschen was ausgepackt. Also, es ist so, dass es spoilerfrei sein wird. Das ist wie wenn ihr das selber auskippt. So werdet ihr das aussehen. Wir werden keine großen Details verraten, außer wir haben 100% geschafft. Und Ohne ich, anzugeben. ohne anzugeben, und ich schalte mal auf den Tisch. Aber ich glaube, es war auch gar nicht so schwer, weil ich glaube, der Durchschnitt lag irgendwie bei über 80%. Schaffen die das zu 100%? Also, hat schon einen guten Durchschnitt. Also das Erste, was ihr halt seht, ist, wenn ihr es aufmacht, ist der Brief der Polizei von Bremer Burgen. Ohne Witz, als ich Bremer Burgen gelesen habe, musste ich ganz kurz überlegen, gibt es Bremer Burgen? Na, ist natürlich eine fiktive Stadt, ne? Aber wir kommen aus der Nähe von Bremen und da war das so, Bremer Burgen, Bremer Burgen. Nicht abwegig, oder? Also ihr habt auf einmal diesen Brief der Polizei. Und dann, Ja, sagt nicht zu viel, ne? ah, das ist aber. Ja, aber an sowas würde ich vielleicht gar nicht rumblättern. Es macht natürlich Spaß, das zu erkunden, weil das, was wir hier drin finden, ist halt haufenweise Material. Das ist ein Ermittlerspiel, steht drauf. Ich kenne es als Case Files oder als Fallakten. Das gibt es natürlich von diversen Herstellern, nicht nur von Magnificum. Viele kennen vielleicht Hidden Games. Das ist so wie Exit bei den Escape-Spielen. Ist das eigentlich so ziemlich der Marktführer und viele kennen es halt unter dem Titel. Aber das gibt es von diversen Herstellern. Aber es ist immer das gleiche Spielprinzip. Es ist immer so eine Fallakte. Das nennt man so, weil es halt wirklich so ein aktenähnliches Ding ist, das man sich kauft. Das reißt man einfach auf. Schüttet alles auf den Tisch. Das, was da rauskommt, ist halt diese kleine Akte und ein Anschreiben. Weil thematisch geht es nämlich meistens darum, also ich habe es bisher noch nicht anders erlebt, oder ich habe es vergessen, dass da schon ermittelt wurde an dem Fall. Da hat ein Detektivbüro oder eine Polizei oder wer auch immer halt an irgendeinem Fall ermittelt. Die kommen jetzt aber nicht weiter oder sind verhindert oder was auch immer. Und jetzt schicken die uns das zu und wir werden als externe Ermittler quasi hinzugezogen, um da so einen roten Faden in die Ermittlung zu bringen oder das Ganze halt zu lösen, weil die nicht weiterkommen. Jetzt kriegen wir hier dieses Anschreiben, da steht drinne, was passiert ist und was wir überhaupt machen müssen. Es gibt auch kein Regelheftchen oder so, dass wir uns durchlesen. Es ist einfach nur das Material und der Auftrag ist, löst den Fall. Und das, was wir als nächstes machen, ist halt das ganze Material hier rausschütten. Und da finden wir halt haufenweise Zeug drinne. Das Schöne an dieser Art Spiel ist, dass man halt so diverses Material hat. Man hat da Fotos, die so hochglanz lackiert sind, wie als wenn man so ein ausgedrucktes Foto von früher hatte. Man hat da Verläufe aus irgendwelchen Social Media Chats oder Instagram oder so finden wir hier drinnen. Ich hatte auch schon in einem anderen Fall davon, da gab halt so Restaurant, Flyer, will ich jetzt mal sagen, aber es war halt alles so aufgemacht, als wäre es halt so echtes Material, das man so im echten Leben finden würde. Man hat hier auch viele Umschläge, die Dennis hier gerade alle auspackt, die man noch nicht öffnen soll. Da steht halt extra drauf, stopp, das Material bitte noch nicht sichten, erst wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Das heißt, wir starten erstmal mit unserer Ermittlung, hangeln uns durch die paar Informationen, die wir haben, versuchen das zusammenzutragen und in der Gruppe zu diskutieren, wie es denn jetzt weitergehen soll. Und dann finden wir hoffentlich Hinweise, die dazu führen, dass wir halt solche Umschläge hier aufmachen dürfen. Und dann geht's weiter. Dann kommen neue Informationen da rein. Da werden vielleicht andere Theorien wieder über den Haufen geworfen, die man gerade aufgestellt hat, weil man neue Informationen hat. Und dann geht's weiter und weiter und weiter. Man muss halt wirklich Ermittlungsarbeit leisten. Das ist nicht wie ein Exit-Spiel, wo wir ein Logikrätsel haben. Wenn wir es gelöst haben, folgt das nächste Logikrätsel. Wenn wir es gelöst haben, folgt das nächste Logikrätsel und das Ganze unter Zeitdruck. Das haben wir hier nicht. Zeitdruck haben wir generell nicht. Man kann das Ganze natürlich auch an mehreren Abenden spielen. Da muss man sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, okay, wir haben heute schon 4 Stunden gespielt. Wir müssen das aber jetzt an einem Abend fertig machen. Wir setzen uns jetzt noch die nächsten 4 Stunden hin. Das muss nicht passieren. 4 Stunden war auch ein bisschen übertrieben. Wie lange haben wir gebraucht? Anderthalb, zwei? Mit Raucherpausen 2. 2 Stunden, ja. Also ich würde mir selbst, falls es mal ein bisschen kniffliger wird, so 3 Stunden schon Zeit nehmen. Das ist auf jeden Fall ein Abendprogramm, diese Art Spiel. Und es ist halt ein Eventspiel. Das bedeutet, wir spielen das durch, wie ein Krimi-Dinner oder halt so ein Exit-Spiel oder was auch immer.
setzen wir uns an einem Abend hin, spielen das durch und danach haben wir den Fall gelöst. Das, was hier noch besonders ist, ist, dass es ganz bleibt. Also ab und zu wird man in solchen Spielen aufgefordert, irgendein Notizblatt zu beschreiben oder irgendwo drauf rumzukritzeln oder so etwas. Aber wenn man sich das kopiert oder einfach einen anderen Zettel nimmt, auf dem man seine Notizen macht, dann bleibt so ein Spiel zu 100% erhalten. Das erste, nee Quatsch, das war von einem anderen Hersteller, aber ich hatte schon auch Case-Files von Freunden bekommen, die die gespielt haben, die sind ganz geblieben. Ich habe die zu Hause nochmal öffnen können und habe das ganze Spiel so nochmal erleben können. Als wäre es halt original verpackt. Das ist hier genauso. Das Besondere bei diesen Spielen ist nicht nur, dass man hier so eine Ermittlung hat mit diesem ganzen Material, sondern man hat halt auch oft eine Technikanbindung. Bei Magnificum ist das alles intern geregelt. Das heißt, ihr braucht kein Google, ihr braucht kein Facebook oder was auch immer. Wenn ihr hier eine Tonbandaufnahme abhören möchtet, und das passiert in diesen Spielen, dann macht ihr das auf der Magnificum-Seite. Wenn ihr ein Video anschauen wollt, ein Überwachungskamera-Video oder so etwas, dann macht ihr das alles auf der Magnificum-Seite. Da müsst ihr keine Angst haben, dass ihr irgendwie irgendwelche Drittanbieter nutzen möchtet, die ihr vielleicht gar nicht nutzen wollt. Das ist hier alles sehr schön gelöst. Also da haben die sich echt schon Mühe gegeben. Plus, gleich das Erste, was man hat, ist nämlich Zugriff auf so einen Schreibtisch von, ich weiß gar nicht, ob es die Polizeibeamtin war, die uns diesen Brief geschrieben hat. Ich zeige das mal kurz. Ich habe das hier schon kurz vorbereitet. Zack, so sieht es ja aus. Ich glaube, die ist im Urlaub und genau, das ist Frau Köhlers Schreibtisch. Die ist im Urlaub oder sowas war, glaube ich, der Sachverhalt und wir dürfen an diesem Schreibtisch arbeiten. Das kann man hier ein bisschen größer ziehen. Ich weiß nicht, ob man das da jetzt so gut erkennen kann, aber hier steht halt ein Schreibtisch mit so einem Computer. Da liegt eine Maus, da liegt auch ein Schlüsselbund, da liegt ein Tonaufnahmegerät, da liegt ein Notizbuch und ich kann das halt auch anklicken und sagen, hier, Schlüsselbund, bitte einmal zeigen. Jetzt sieht man halt den Schlüsselbund und hat da Informationen drauf, die man vielleicht in dem Spiel verarbeiten kann. Man auch diese Karte zum Beispiel. So viel dazu. Da an der Wand, die wir auch hier drinnen zum Beispiel haben. Ne? Also man erkennt auch das Material dann halt halbwegs wieder. Ich habe es hier tatsächlich jetzt mal ausgebreitet. Der grüne Umschlag ist halt, ne, da fängt man an, das Ganze zu öffnen und man hofft dann, dass man die alle anderen öffnen darf, wenn man die Hinweise findet. Dann wird gesagt, so, jetzt dürft ihr den Umschlag XY öffnen. Was ich cool finde, ist die Einbindung von Social Media Inhalten sozusagen, ne, dass man so Kommentare auf Instagram hat, ein Instagram-Profil ist auch irgendwo hier dabei. Es ist ein Kalender dabei. Sehr modern. Es ist also wirklich, man hat das Gefühl, das ist sehr immersiv, dass man wirklich an so einem Fall arbeitet. Ne? Man hat nicht das Gefühl, man spielt jetzt ein Spiel, man hat das Gefühl, okay, das haben wir jetzt alles, wie können wir den Fall lösen und ja, da fehlt mir jetzt gerade, das will ich eigentlich auch gar nicht sagen, so, ne? Weil es gibt verschiedene Arten, was gelöst werden kann. Wenn ich das jetzt so erzähle, ist das vielleicht schon ein bisschen vorweg. Was ich auch cool fand, ist, dass es so ein Smartphone gefunden wurde. Das sind halt als so kleines Heftchen. Da drin sind WhatsApp-Chat-Verläufe, dann kann man halt rumblättern und daraus halt Informationen ziehen. Man hat Arztberichte, man hat nochmal Polizeiberichte, man hat Zeugenaussagen. Also man hat richtig, richtig viel. Es läuft auch digital viele Sachen ab, wo man kombinieren muss, um dann Sachen zu finden. Aber in den Videos muss man ganz genau hinschauen, hinhören. Dazu muss ich jetzt nochmal sagen, was ganz cool ist, das ist alles transkribiert auch für Hörgeschädigte. Also Leute, die jetzt denken, ich kann, weil ich nicht hören kann oder so, kann ich mir das Video da nicht angucken. Es ist tatsächlich, gibt es Untertitel und es gibt auch immer Transkripte auf der Webseite dazu dann nochmal. Wobei, ich glaube, Transkripte so in der Form war das für Sie eingeschränkt? Nee, glaube nicht, ne? Dass sie die Texte lesen können, die, ne, auf dem Video passiert das und das. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Also es wird halt eben auch an eine Spielerschaft gedacht, die dementsprechend vielleicht etwas eingeschränkt ist. Ja, ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich war wieder voll drinne. Die letzte halbe Stunde war so, oh, wir müssen doch jetzt darauf kommen, was haben wir übersehen, Man geht die Sachen dann auch halt mehrmals durch. Es ist jetzt nicht so, dass man sich alles nur einmal anschaut. Man sagt hier schon mal, hast du das schon mal gesehen? Wie setzt du das in Verbindung? Es findet viel Kommunikation am Tisch statt. Was ja auch das Schöne ist an diesem Spiel, dass man halt, man könnte es theoretisch auch solo spielen, wobei ich mir ja solo gar nicht vorstellen kann, das zu spielen. Also ich würde mich, glaube ich, nicht hinsetzen und das solo machen.
Ich finde, das Schöne ist halt eben, dass man das zusammen macht, in diese Kommunikation tritt und auch die verschiedenen Ideen, Hinweise oder wie man das zusammenfügen kann, dass man da so als Team arbeitet auf alle Fälle. Das macht es schön. Und das ist halt auch für Leute, die nicht viel spielen, ist das sehr gut geeignet, ne? Die, wie Jan schon erwähnt hat, es hat keine Anleitung außer diesen kleinen Text, der hier draufsteht, ne? Reißt den Umschlag auf, geht auf die Webseite und gebt Gas. Hier steht, oh, guck mal, hier stehen sogar die Fragen drauf, die am Ende beantwortet werden müssen. Das haben wir gar nicht gelesen. Weil, also, das ist tatsächlich auch nicht unser erster Fall, den wir von Magnificum spielen. Wir haben ja schon mal ein Die längeres, Firmenfeier hattest die du gemacht. Firmenfeier gespielt. Jan hat ja auch schon mal das Bankett. Auch findet ihr beides hier auf YouTube. Ich verlinke euch das mal einfach oben, wenn ich dran denke. Ja. Also mir also gefallen, was das ich überlege gerade, gibt es so einen Negativpunkt, wo ich sagen würde, ja, deswegen holt euch das nicht oder das war langweilig, aber das gibt es eigentlich nicht. Wer auf Rätsel steht oder vielleicht auch gerne Krimi oder hier so Tatort, wer sich Tatort sonntags im Fernsehen anschaut, der ist, glaube ich, hier ganz gut aufgehoben, was mit der Familie zu finden, was man sich mal so ein bisschen zum Kombinieren rausfinden hat. Also ich habe da tatsächlich nichts, das ist vielleicht das Einzige, was man sagen könnte, wenn man im Urlaub ist und man hat kein Internet, dann wird es schwierig. Ja gut, man muss ja nicht jetzt unbedingt nach Kritikpunkten suchen. Manchmal gibt es auch keine Nee, und es muss man macht einfach nicht. Spaß. Es macht einfach Spaß. Also das ist super. Ich würde so einem Spiel auch immer ein Exit-Spiel vorziehen. Es ist einfach viel, viel immersiver. Man wird viel Ja. mehr in diese Ermittlungen hineingezogen, dadurch, dass man dieses ganze verschiedene Material hat, dass man auch anders denken muss als in so einem Logikrätsel, dass man sich halt wirklich Gedanken darüber machen muss, wie beschaffen wir diese Informationen jetzt eigentlich? Müssen wir da vielleicht ins Internet gehen oder irgendeine andere Sache nochmal anders lesen oder so etwas? Das ist schon sehr, sehr spannend. Ja, das Einzige, was mich davon abhält, das öfter zu spielen, ist halt, dass es lange geht. Man muss sich wirklich lange konzentrieren. Also das ist schon eine kleine Aufgabe. Es fühlt sich streckenweise auch nach Arbeit an, aber man wird halt am Ende auch wirklich belohnt. Aber auch auf der Strecke gibt es immer wieder so kleine Aha-Effekte. Aha-Effekte. Was mir besonders gut gefällt bei Magnificum, es gibt da viele Videos, jetzt gerade in diesem Fall, und das ist alles, ich sag mal, sehr stark überzeichnet und sehr theatralisch dargestellt, damit man auch genau weiß, welche Informationen man jetzt aus diesem Video entnehmen soll. Das wirkt am Anfang ein bisschen lächerlich, das sollte man vielleicht eher mit Humor nehmen, es ist halt ein bisschen witzig gestaltet und es ist halt immer so, ich sag mal, klar, was man denn da jetzt tun soll, wo es jetzt weitergeht. Man wird da nie irgendwie in so eine Sackgasse geführt oder fühlt sich irgendwie planlos. Das fand ich sehr, sehr gut. Das ist bei anderen Spielen jetzt vielleicht nicht so, war ein bisschen schwerer, da was zu deuten. Also das war schon gut lösbar, sage ich jetzt mal, ohne dass es irgendwie langweilig einfach war. Ja, das, in diesem Fall fand ich tatsächlich auch etwas einfacher, also fand ich tatsächlich einfacher als die Firmenfeier tatsächlich, muss ich sagen. Die Firmenfeier haben wir, glaube ich, 6 Stunden dran gespielt, aber da hatten wir auch super viele Videos aus verschiedenen Perspektiven, wo wer zu welchem Zeitpunkt gewesen sein könnte. Hier war das dann doch schon sehr gestreamlined eigentlich, so dass man sagen konnte, wir gucken jetzt das, wir gucken jetzt das, wir müssen nicht nochmal Winkel abgleichen. Gut fand ich auch diese Umschläge. Mit den Aufreißen kann man theoretisch wieder zukleben, werde ich jetzt nicht wieder zukleben, um das an den nächsten abzugeben. Die müssen sich einfach daran halten, dass sie hier die Finger von weglassen, nicht einfach aufklappen. Ja, ansonsten, es war ein Top-Spiel. Ich weiß gar nicht, was wir noch sagen können, bevor wir uns wieder an irgendwelchen Phrasen aufhalten, wie beim letzten. Also, wir haben das schon mal gedreht, aber der Ton aber scheiße. Wir hoffen, dass der Ton gut ist. Und das letzte Mal haben wir, glaube ich, 20 Minuten geredet und wir haben uns sehr viel wiederholt, das war sehr redundant. Ja, auf alle Fälle, gönnt euch das Spiel, schaut mal nach. Es ist auch recht erschwinglich, finde ich. Ich glaube, 23,99 waren das für das Spiel. Wenn ihr aus der Nähe von Oldenburg kommt, schaut einfach mal bei Comicbuch und Spiel vorbei. Da werde ich dieses Exemplar geht an den Laden, dann könnt ihr euch das Material auch mal anfassen und einen Überblick verschaffen, wenn ihr euch noch gar nicht so sicher seid, ob das was für euch ist. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, schöne Mittagspause, egal wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.